So, liebe Leute, noch einmal herzlich willkommen zu meinem Videokanal heute. Und jetzt möchte ich euch einmal über die Kaiser-Wilhelms-Brücke führen und euch mal zeigen, wie schön das hier eigentlich aussehen kann. Wenn man über diese Brücke geht, kann man ja wirklich Urlaubsgefühle kriegen. Und das alles so quasi fast hier vor der Haustür, nämlich in Wilhelmshaven. Wilhelmshaven ist wirklich für ein kleines Budget zu erreichen. Die Mieten sind hier günstig, die Unterkünfte sind hier günstig und das Gute liegt so nah. Ich kann wirklich nur empfehlen, für diejenigen, die mal so ein bisschen auch Maritimes empfinden und erleben wollen, können auch gerne einmal sich hier umschauen. Es würde sich definitiv lohnen. Also ich will euch einmal diese Richtung zeigen und dann will ich auch einmal auf die andere Seite der Brücke gehen und das euch auch nochmal zeigen. Also man kann immer nur in eine Richtung fahren hier an der Ampel, abwechselnd, ist mal die eine Seite rot und mal die andere. Dann können die entsprechend und im Wechsel durchfahren über die Brücke. Liebe Leute, hier seht ihr auch das Marinemuseum dahinter, hinter dem Schiff. Und hier links sehen wir natürlich auch Autos, die wahrscheinlich irgendwann mal auf die Verladung warten. Also auch sehr interessant zum Anschauen. Und wir sind hier fast in der Mitte der Brücke, liebe Leute. Und ihr seht hier in der Mitte auch eine fette Fuge. Genau hier kann man nämlich ganz genau sehen, dass die Brücke hier in der Mitte teilbar ist. Und wenn dann mal hier ein Schiff durchfahren will, jetzt fahren natürlich so viele Autos durch, es wird auch laut. So, ich habe noch mal gewartet, bis die Autos vorbei sind. Hier kann man sogar durch die Fuge durchsehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Bildschirm auch sehen könnt. Das Wasser kann man unten durchsehen oder sich ansehen. Das heißt, diese Brücken teilen sich hier in dieser Mitte und öffnen sich jeweils nach links und da die andere Hälfte dann auch nach rechts jeweils. Das heißt, die beiden Teile der Brücke öffnen sich und das ist immer sehr interessant, das auch zu beobachten. Wirklich sieht sehr schön aus, sehr interessant und sehr beeindruckend. Und wie gesagt, es ist wirklich ein sehr schönes maritimes Gefühl, hier einmal gewesen zu sein. Wir laufen jetzt in Richtung Südstrand, den will ich euch auch noch mal kurz zeigen. Aber vorher möchte ich noch erzählen, dass diese Brücke auch nach dem Gründer der Stadt auch genannt worden ist, nämlich Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm kam als König im Jahre 1869 hierher und hat auch die Stadt nach sich genannt quasi. Und im Juni 1869 hat er auch natürlich die Stadt ausgerufen als Wilhelmshaven. Ich weiß nicht, ob einige von euch Bescheid wissen. Wenn ja, dann schreibt mir mal ruhig in die Kommentare, wenn ihr wollt. Wisst ihr denn, warum die Stadt Wilhelmshaven mit V geschrieben wird? Ist das euch schon mal aufgefallen? Denn Friedrichshafen, was weiß ich, und all die Bremerhaven, all diese Städte werden ja mit F geschrieben und Wilhelmshaven mit V. Mal gucken, ob ihr das dann auch wisst. Und wer es weiß, möge sich dann bitte mal einen Eintrag in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn er es dann noch wissen möchte, kann ich es ihm aber auch sagen. Auch dann kann er, wenn er möchte, schreiben. Ja, dann wollen wir mal weiter schauen, was wir noch so zu sehen bekommen. Falls einer das wissen möchte, ob Wilhelmshaven an der Nordsee oder an der Ostsee liegt, dann kann ich nur schnell eben darauf auch antworten. Wilhelmshaven liegt an der Nordsee, nämlich im Nordwesten der Bucht Jadebusen. Der Ems-Jade-Kanal, der die Ostsee mit der Ems verbindet, mündet auch genau hier bei Wilhelmshaven direkt in den Jadebusen. Das sind so ein paar Informationen, die ich dann noch nebenbei hier euch gerne zukommen lassen möchte für diejenigen, die es eventuell interessiert.
der Tiederabhängige Wilhelmshavener Südstrand, den wir hier gerade vor uns sehen, ist einer der wenigen Strände an der deutschen Nordseeküste mit Südlage. 1988 wurde der Südstrand hier komplett neu gestaltet, und zwar sehr umfangreich. Und seither mit der Strandpromenade hier, die wirklich sehr schön und gepflegt aussieht, und den vielen historischen Häusern, ein Magnetpunkt, ein Anziehungspunkt, ein Eyecatcher, ja, für Wilhelmshaven, liebe Leute. Versuch mal auch über die Stadt, während wir uns die tollen Bilder hier ansehen, aber auch ein bisschen was über die Stadt immer wieder versuchen zu berichten. Ich hoffe, das ist dann so auch in eurem Sinne. Es kann ja mal für diejenigen, die sich hier mit der Stadt gerade erst beschäftigen, eventuell mal recht interessant. Also Wilhelmshaven hat auch, liebe Leute, den deutschlandweit den einzigen Tiefseehafen, der ja über 18 Metern Tiefe verfügt und circa 300 Meter so die Weite, die Breite quasi, die Fahrrinne. Also 300 Meter die Fahrrinne und 18 Meter tief und wie gesagt deutschlandweit der einzige Tiefseehafen. Das ist auch mal was Besonderes, und dass so eine Stadt sowas besitzt, ist auch schon eine Besonderheit. Dahinter sehen wir schon mal, da können wir vielleicht auch gleich nochmal hinzu, Marienhündchen. Ja, also ein Hündchen sauer auf den anderen, der gerade an ihm vorbeizieht. Ja, Wilhelmshaven liegt also ziemlich nah an einer der nächsten Insel. Die ist ungefähr 30 Kilometer entfernt von hier, die Wangaoge, die Insel. Also auch von der Lage her 30 Kilometer, man ist ja schnell auch da auf der Insel. Da kann man auch mal immer wieder einen Ausflug in diese Richtung, auf diese Inseln machen. Also der Strand und aber auch die Promenade, wirklich, da muss man mal den Wilhelmshaven loben. Sehr gepflegt, sehr sauber, ruhig vor allem. Hier kann man es sich wirklich einmal gut gehen lassen. Hier befinden sich wirklich die Promenade entlang, viele Restaurants und Hotels. Hier kann man Hotelzimmer buchen mit einem Seeblick. Also wo gibt es jetzt sowas? Ne? Man fährt auch aus dem Ruhrgebiet die 300 Kilometer knapp hierher und schon direkt an der See und kann schon direkt sowas genießen. Wie gesagt, auch für kleines Budget kann man diese tollen Strände, die tollen Angebote auch in Anspruch nehmen. Ich drehe mich mal so ein bisschen einmal um mich herum, um aus der Umgebung mehr Bilder einfangen zu können. Also falls jetzt mal jemanden interessiert, kann ich ja auch mal hier kurz die üblichen Temperaturen durchgeben, die hier regelmäßig gemessen wurden. Und zwar im Winter hat man ja wirklich immer noch aber über der Null 4 Grad circa im Schnitt. Ja, im Herbst sind das 13 Grad schon. Im Sommer haben die schon mal hier auch 17 Grad gemessen, also das sind die Wassertemperaturen, bitte nicht falsch verstehen. Auch wir haben gerade hier auch so circa 25 Grad, glaube ich, heute ist es auch schon so spät nachmittags und war so richtig angenehm, richtig Richtung warm. Und im Frühling, kann man noch ergänzen, sind dann auch nur noch 8 Grad wurden gemessen. Jo, hier kann man mit dem Fernglas auch noch mal rüber bis zu den Inseln da hinten, ja, sich einen Durchblick verschaffen. Ja,
Man kann hier beides sehr gut kombinieren. Hier mal lecker essen, mal ein bisschen sich umschauen und auch, oder auch mal hier also schwimmen gehen. Für diejenigen, die sich mal die Frage gestellt haben, ob man überhaupt in Wilhelmshaven auch schwimmen kann an den Stränden. In der Tat, liebe Leute, hier gerade der Südstrand ist dafür hier in Wilhelmshaven wirklich ein sehr, sehr toller, geeigneter Ort zum Schwimmen. Sonnenbaden, spazieren gehen hier am Deich und entspannen einfach, wenn sie nicht gerade schwimmen wollen. Der Strand, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ist super gepflegt und ja, das Wasser ist auch super sauber. Da werde ich auch nachher noch mal direkt am Wasser entlang so ein bisschen spazieren gehen und euch das auch noch näher zeigen. Also, um noch mal die Frage zu beantworten, ja, in Wilhelmshaven hier am Südstrand kann man auch super toll schwimmen gehen. Mit Kind und Kegel ist man hier immer herzlich willkommen. Nur mal so zur Info, ich bin kein Wilhelmshavener, ich bin nur hier zu Besuch. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache hier Werbung für Wilhelmshaven. Ich bin einfach nur beeindruckt und das will ich dann auch so ein bisschen auch so weitergeben. Und dass das nicht falsch verstanden wird. Also ich bin kein Wilhelmshavener. Und ja, apropos Wilhelmshavener. Was ja auch noch sehr wichtig ist hier in Wilhelmshaven, das ist mir die ersten Tage erstmal krass aufgefallen und hinterher habe ich mich dann auch daran gewöhnt. Also hier in Wilhelmshaven, aber auch in ganz Ostfriesland grüßt man immer mit Moin und zwar zu allen Tageszeiten. Ich war erstmal am Anfang total irritiert, als ich dann hörte, mittags Moin oder abends auch Moin, nämlich zu allen Tageszeiten grüßt man hier wirklich eben mit Moin und das ist dann auch völlig normal und darunter ist aber auch nicht zu verstehen, dass die jetzt guten Morgen damit meinen, sondern einfach, damit ist ganz was anderes gemeint. Dieses Moin kommt oder ist hergeleitet aus dem plattdeutschen Wort Moi. Und da habe ich mal ein bisschen nachgeforscht und das heißt dann, ja, wie angenehm, gut oder schön, ja, von der Bedeutung her. Das ist also im Moment, wo diese, auch der Duden hat das zum Beispiel mit Moi auch in der Richtung erklärt. Von daher, also meinen die nicht guten Morgen, und sondern vielmehr dann, ja, hallo, einfach nur und das dann zu allen Tageszeiten. Und was sagt man da drauf? Wie antwortet man auf Moin? Ich finde das auch ganz süß übrigens. Mir gefällt das sehr gut. Ich habe das auch inzwischen gut angenommen. Und grüße auch schon so mit Moin hier in Wilhelmshaven und Umgebung. Also darauf kann man dann ganz normal wie Hallo und Guten Tag und Grüß Gott ganz normal drauf antworten. Ja, ja, das macht ihr aber ganz toll. Schön, viel Spaß. Ja, Straßenmusiker, die haben auch noch Spaß dabei, habe ich so gemerkt. Ja, also. Ja, hier ist Leben, meine liebe Leute, meine Lieben, wollte ich sagen. Also, wir laufen jetzt gerade in Richtung Aquarium und da kann man auch wirklich mal einen Ausflug in das Aquarium machen mit den Kids. Das ist immer sehr interessant. Ich war auch mit meiner Familie da drin und die hatten wesentlich viel Spaß. Allerdings muss ich warnen, die Eintrittspreise sind nicht ohne. Also, aber gut, die müssen eine riesen Anlage unterhalten. Das ist aber auch dann eine private Führung oder Leitung und aus dem Grunde ist es vielleicht auch verständlich, dass die dann dafür so viel Geld einnehmen müssen. Aber so gut 80 Euro, 100 Euro für vier Personen müssen sie schon hinlegen, lieber das so in etwa. Ich will aber auch nichts Falsches sagen, so die Richtung ist das. Ich will dann nochmal hier einmal rübergehen, ob ich nochmal das Marinemuseum mal bisschen näher zeigen. Das
zwar noch erstmal flüchtig von hier aus. Also hier ist das Museum, da kann man mal wirklich Deutsches Marinemuseum, das steht auch da dran. Sehr interessant. Es lohnt sich da immer mal reinzugehen. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal hier in der Gegend seid, macht das ruhig. So, was das bedeuten soll, warum und wieso, das war mal ein Brunnen, vermute ich. Die Historie habe ich da noch nicht erforschen können. Da, wir gehen dann nochmal auf die Promenade drauf. So, was ist mal wieder auf der Promenade, liebe Leute. Es sind nur noch ein paar Meter bis zum Ende. Da will ich euch auch gerne nochmal hinbringen. Da lohnt sich, glaube ich, auch sich das letzte Stück anzuschauen. Also alles in einem zusammenfassend. Ja, jetzt wissen wir, warum die Wilhelmshaven mit Beugen grüßen. Von all diesen Informationen habe ich nach und nach versucht, jede Menge auch Infos zu der Stadt zu liefern. Und das, somit sehen wir, dass eben Wilhelmshaven nicht nur halt wegen der Kaiserbrücke oder wegen des Südstrandes berühmt und bekannt ist, aber auch wegen der ganzen historischen Bauten, aber auch wegen der ganzen Museen und also vielen anderen Denkmälern, also jede Menge Sehenswürdigkeiten sind noch da, die Wilhelmshaven attraktiver machen, würde ich sagen. Von daher lohnt sich ein Wochenende in Wilhelmshaven mit Kind und Kegel alle Male. Also auch hier richtig schön nochmal der Strand zum Ansehen. Also da hinten sind auch nochmal die Fische, die Rundfahrten machen regelmäßig. Da fahren die immer ab. Ich will nochmal hier den Strand von hier oben so ein bisschen filmen. Man dann so mehr einfangen kann an Fläche und Bildern als jetzt. So liebe Leute, und nachdem wir schon so viel über die Stadt erfahren haben, hoffe ich, dass das für euch ein gutes Video geworden ist. Alles in einem. Wir haben gerade noch 17 Minuten, habe ich gesehen, schon auf dem Tacho. Und ich sag mal, 3-4 Minuten sollte ich noch mal was draufpacken und ein bisschen was vom Strand zeigen. Ist nichts passiert. So, und dann sollte es aber auch gut sein. So, hier ist der Ausläufer der Promenade und hier ist aber auch gleichzeitig der Eingang, aber auch direkt daneben ein Ausgang, der auch als Shop dient vom Aquarium, von dem Museum. Ich kann ja mal gleich die Kamera, wenn das so rüberkommt, einmal auf die Preistafel halten, dann habt ihr auch in etwa, nee, war das hier, sorry, das war gar nicht hier, das war noch hinten, nee, hier kann ich es noch nicht machen, sollte ich da an der Stelle ankommen, hole ich es gerne nach. Ja, also die Promenade endet hier, wir sind hier vor dem berühmten Aquarium, das Aquarium, die Brücke, auch die Brücke ist übrigens auch ein Wahrzeichen für Wilhelmshaven geworden, sehr bekannt dafür. Hier können wir noch mal einen Blick erhaschen. Hier werden die Hafenrundfahrten organisiert. Ich glaube ab 14 Uhr oder ab 12 Uhr die erste und dann irgendwie stündlich oder anderthalb Stunden in der Häufigkeit kann man hier sich einmal kutschieren lassen.
in einer maritimen, windigen, interessanten, erholsamen Umgebung. Ja, hier ist die Preistafel, liebe Leute. Ja, da will ich euch einmal kurz, das halte ich mal drauf und ihr könnt ja dann mal, wenn ich sehe das gerade nicht, wegen weil die Sonne so unheimlich stark blendet, halt mal einfach die Kamera drauf in der Hoffnung, dass ihr die Preise auch übernehmen oder also auch lesen könnt. Dann müsst ihr auch mal auf Pause drücken einmal, um, weil das so schnell ist jetzt. Also ich will mal schauen, was war das mit dem Aquarium nochmal? Sehe ich gerade nicht. Ja, Fahrpreise sind also 15 Euro, das ist eigentlich noch sehr human, das geht. Na, Jugendliche 13, Kinder 4 bis 14, 12. Man kann auch eine Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, 34 Euro, dann ist das schon etwas erträglicher. Allerdings, kommst ruhig dran. Ganz. Also, hier sehen wir das Aquarium. Familie mit zwei Erwachsenen, zwei Kinder, also 70 Euro knapp. Das ist dann schon eigentlich ein bisschen heftig, finde ich. Gerade Familien brauchen ihre Gelder für ihre, ja, damit sie hier so ein bisschen die Umgebung in Wilhelmshaven, die vielen, vielen Sehenswürdigkeiten in Wilhelmshaven genießen können. Ich gehe nochmal so ein bisschen hier in die Richtung. Dann nochmal direkt an dem, am Wasser entlang laufe ich ein paar Meter. Liebe Leute, danach, wie gesagt, ich will einfach vermeiden, dass das Video zu lang wird. So viel Zeit hat keiner von uns, sich eine halbe Stunde oder abends, wenn man zu Hause in Ruhe, das muss man nicht zwischen Tür und Angel machen. So ein langes Video mache ich auch immer, wenn mich Themen interessieren, schalte ich die wirklich immer dann ein, wenn ich auch so dann den Moment dafür habe. Und das lohnt sich dann, wenn man so einen Rundgang durch Wilhelmshaven auch mal komplettieren kann, weil zwischendurch und jede Sekunde gibt es irgendwas Neues, über die man spricht, aber auch mal Informationen, die ich immer so nach und nach hier geliefert oder versucht habe zu liefern, wenn ich mich dabei vertan habe, wenn ich irgendwie falsche Daten oder so, was ich, ja, kann ja sein halt, ne? Dann könnt ihr mich ruhig korrigieren, liebe Leute, schreibt es mir ruhig auch in die Kommentare, bin dann für jede, ja, für jeden Hinweis dankbar natürlich, weil ich will ja noch weiter lernen. Ja, das ist halt so, dass jetzt Ebbe und Flut hier ist halt, ne? Und ja, im Moment zieht sich das Wasser wieder zurück. Das heißt, heute Morgen war es eben bis oben hin voll. Und jetzt, wie ihr seht, so viel ist schon zurückgegangen, das Wasser. Und ja, ist ein schöner Strand entstanden. Da kann man sich jetzt mal vielleicht die nächsten Stunden noch hinsetzen. Aber es ist auch natürlich eine schöne Sache, dass auch so ein Naturwunder auch mal hier live zu beobachten. Also von daher, auch das sei mal hier nebenbei noch erwähnt. Jetzt will ich hier dann zurücklaufen. Jetzt nicht mehr auf der Promenade, sondern unten am Strand, direkt, wenn man das Strand nennen kann. Aber ich habe vorhin nicht viel versprochen, als ich sagte, ey, die Anlage ist hier wirklich gepflegt. Also schaut mal wirklich her, da liegt nichts, da ist kein Dreck, kein Müll. Das, genau das, was sein soll. Gestern war ich hier im Kurpark, habe ich auch gefilmt. Schaut euch das Video auch gerne an, wenn ihr wollt. Ja, das hat mir so weh getan, und zwar in der Seele. Dass man da überall da ist, da saß man an der Bank, auf der Bank, im Park. Und einen Meter daneben ist ein Mülleimer. Aber was hat man gemacht? Man hat seinen ganzen Dreck, die Lebensmitteltütchen und so weiter, einfach da auf der Bank und unter der Bank liegen lassen. Hey Leute, das muss ja wirklich nicht sein. Schützt das, was wir haben, auch mal für die Generation, die nach uns rückt, die dann auch mal was davon haben, von diesen Schönheiten, von diesen tollen Sachen. Ja, also, wie gesagt, ich versuche auch mal hier so ein bisschen so nah wie möglich, damit es authentisch wirkt, am Wasser zu laufen. Ja, wie oft kann man das denn mal machen im Alltag? Ja, das Wasser geht jetzt nach und nach
zurück. Das werden noch weitere 50 Meter sein, also geht das Wasser zurück, circa. Und man hat schon so wirklich schon weit dahinter so Sandbänke noch gesehen, wenn das Wasser komplett zurückgegangen war. Also von daher, so eine Schifffahrt ist hier so nah am Strand nicht möglich. Aber schwimmen, also darf man, man sieht hier diese Plastikmarkierung, diese Bälle. Also wenn das Wasser bis hierher geht und das Wasser dahin ist, das heißt also nur da bis dahin kann man aber auch, darf man schwimmen. Sonst nicht, sonst ist es verboten, weil doch mal so kleine Schiffchen oder so ein Boot oder so daherfahren können. Ja, liebe Leute, ja, das nutzen auch natürlich die Familie mit ihren Kindern, so Krabben zu sammeln hier, wenn das Wasser sich zurückgezogen hat. Und aber auch barfuß hier über diesen feinen Sand zu laufen. Duschen gibt es hier genug. Ach, hier ist zum Beispiel direkt ein Beispiel, wo wir gerade dran vorbeilaufen. Hier kann man sich immer schön abduschen. Hinten gibt es auch natürlich öffentliche Toiletten, aber auch Umziehkabinen und Duschkabinen nochmal zusätzlich. Da ist wieder etwas für mich, da geht mein Herz immer auf, wenn ich die Tauben sehe. Herrlich, direkt am Strand. Die Tauben vom Strand von Wilhelmshaven. Auch die haben wir jetzt mal kurz für euch eingefangen. Also diese Strandkörbe kann man sich mieten, ganztägig. Oben ist ein Infostand auf der Promenade. Jetzt weiß ich allerdings nicht, da habe ich mich noch nicht erkundigt, was so ein Strand kosten würde. Aber ich schätze mal 15 Euro vielleicht pro Tag. Aber ist nur geschätzt. Das werde ich mal bei Gelegenheit auch in Erfahrung bringen, liebe Leute. Es ist eine Brise, schöner Wind, so die einem ins Gesicht ja bläst, würde ich sagen. Und angenehm, kühl, also nicht so heiß. Genau das passende Wetter hier am Strand zu joggen, aber auch gleich einen schönen langen Spaziergang zu machen. Ich habe gerade gegen die Sonne gelaufen. Ich weiß nicht, ob man die Bilder auch sauber einfangen konnte. Liebe Leute, ich wünsche mir das zumindest. Wäre zu schade. Ich habe hier die ganze Zeit geredet. Und dann gucke ich mir das zu Hause am PC an. Ja, und die Bilder sind so miserabel. Das wäre natürlich fatal. Das möchte ich mir nicht wünschen. Ich habe aber auch keine Chance mehr, eine Wiederholung zu machen, weil ich dann morgen wieder hier abreisen muss. Licht ruft. Auszeit ist vorbei. Also geht wieder alles seinen Lauf. Oder es nimmt alles seinen Lauf an. Der Alltag geht dann weiter los. Ja, also hier kann man stundenlang laufen. Aber das werde ich euch jetzt ersparen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch mit diesen Bildern verabschieden und wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ich glaube, Hans-Dieter, und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn ihr denn wollt, bei einem weiteren Video von mir. Und bis dahin bleibt mal gesund. Tschüsschen.